Meine Damen und Herren, ich mache weiter und wechsle von Berlin nach München. Dort begrüße ich Marie-Louise Gebester und Michaela Seide. Gebester ist Chefredakteurin vom Magazin Einfach Los. Michaela Seide arbeitet als Redakteurin. Die beiden wurden für ihre Arbeit ausgezeichnet in diesem Jahr als Newcomer Magazine of the Year. Ich kürze ab und übergebe an die beiden jetzt einfach. Im Fokus steht das Glück, gemeinsam unterwegs zu sein, ob mit Freunden, der Familie oder dem Partner, ist der zentrale Anspruch dieses Magazins. Und Frau Gebester und Frau Seide setzen das in einer ungewöhnlichen Form um. Sie sind teilweise selbst Teil des Magazins. Aber lassen Sie sich überraschen, lassen Sie von den beiden mehr selbst erzählen. Ich bitte die Technik abzufahren und dann zu übergeben an München. Ja, guten Tag aus Offenburg. Das ist schon mal die wichtige Botschaft. Wir sind vom Brodder Verlag, aber wir kommen aus dem schönen badischen Offenburg. Und wir beide sind auch nicht die Einzigen, die dieses Magazin zusammen konzipiert haben. Dazu kommen wir aber gleich noch. Zunächst mal möchten wir uns ganz, ganz herzlich bedanken für den Preis Newcomer 2021. Natürlich sind wir sehr, sehr stolz auf diese Auszeichnung. Und zwar ganz besonders, weil die Entstehungsgeschichte von Einfach Los einfach eine so besondere ist. So ziemlich genau vor 2 Jahren kamen 2 Redakteuren auf mich zu und sagten, sie wollten mir ein Konzept für ein neues Heft vorstellen. Ich kriege gerade noch Gänsehaut, das ist unglaublich. Und dann erzählten sie mir ihre Idee von Einfach Los. Aber das haben sie nicht einfach nur so gemacht. Die hatten dann schon dabei eine komplette Konkurrenzauswertung von den Outdoor-Magazinen, die es so in Deutschland gibt. Sie hatten Charts dabei, wo man sehen konnte, wie dynamisch ja, sich diese Camping-Szene, aber auch zum Beispiel der Wohnmobilmarkt und dieses ganze Vanlife-Segment entwickelt. Und sie hatten mit einer befreundeten Grafikerin aus unserer Nachbarredaktion auch bereits 30 Seiten komplett fertig layoutet. Das Ganze in ihrer Freizeit, versteht sich. Ich war wirklich fassungslos über so viel Engagement, aber auch total begeistert von dem Konzept. Und genauso ging es dann später unserem Brandmanagement und der Geschäftsführung. Und so kam man auf die Idee, dass wir das Ganze durch unseren Vorstand Philipp Welte mal präsentieren wollten. Der hat nämlich im Rahmen unseres Transformationsprogramms, das heißt Grow, immer wieder alle Mitarbeiter aufgefordert, auch neue Ideen einzubringen, neue Geschäftsfelder oder wie auch immer. Und das war eigentlich auch ein Grund, wo sich dieses junge Team dazu aufgerufen gefühlt hat, ja dann kommen wir mal mit unserer Idee vorbei. Und Philipp Welte gab dann auch grünes Licht und im Frühjahr 2020 ist dann einfach los, erstmals als Sonderheft für Mein schönes Land erschienen. Natürlich haben wir diesen Launch gemacht, weil wir ganz stark an dieses Konzept auch geglaubt haben und weil wir uns auch gut vorstellen konnten, dass es in dem Segment auch Platz für eine solche Zeitschrift noch gibt. Damals konnte man überhaupt nicht ahnen, wie sehr Camping boomen würde durch Corona jetzt in der Situation. Es war uns aber auch ganz wichtig, diese 3 ja, so engagierten Mitarbeiterinnen einfach weiter zu motivieren. Und wir wollten mit diesem Projekt auch anderen Mitarbeitern zeigen, dass man bei Border wirklich die Chance hat, eigene Ideen zu realisieren. Und die Idee hat dann und die Motivation auch übergegriffen auf die ganze Landredaktion. Alle waren mit großem Engagement dabei und so ist dann dieses Heft aus unserer Redaktion heraus entstanden. Es ist natürlich aber auch darüber hinaus eine ganz total schöne und wertvolle Möglichkeit, Redakteuren an mehr Verantwortung ranzuführen. Ja, und praktisch diesen Prozess zu durchlaufen von der Idee bis zur Drucklegung und das relativ selbstständig, learning by doing im besten Sinne, so sehen wir das. Und dass jetzt dieses Baby sozusagen
Mit der zweiten Ausgabe über 40.000 Exemplare verkauft für immerhin 5,90 Euro und diesen tollen Award bekommen hat, ist umso schöner. Und jetzt übergebe ich mal an die Michaela Seide, eine der drei Macherinnen von Einfach Los, die das Heftkonzept erläutert. Vielen Dank, Malu. Auch wir möchten erstmal die Gelegenheit nutzen und uns bei der Jury ganz herzlich für diese Auszeichnung bedanken. Das bedeutet uns wirklich viel und es ist auch eine Bestätigung, eine schöne Bestätigung dafür, dass eine Idee, wenn man sie denn mit ein bisschen Mut und mit Leidenschaft mixt, dass da wirklich was Tolles draus entstehen kann. Und da freuen wir uns natürlich riesig drüber. Ich rede hier von wir. Ich stehe hier nur stellvertretend für das Kernteam von Einfach Los und ich möchte Ihnen gerne direkt meine beiden Mitstreiterinnen einmal vorstellen. Und zwar sind es Anne Gutacker, Katja Schenk sitzt in der Mitte und meine Wenigkeit. Genau, wir haben das Konzept von Einfach Los erdacht, ausgetüftelt, ausgearbeitet und dann mit dem Burda Verlag konnten wir es dann auch tatsächlich umsetzen. Den Auslöser für diese ganze Geschichte, für diese Reise mit Einfach Los, den sehen Sie auch auf dem Foto. Und zwar hat er 204 PS Allradantrieb, hört auf den schönen Namen Rodriguez und ist der fahrbare Untersatz von Anne Gutacker, beziehungsweise ihr rollendes Zuhause, wenn sie unterwegs ist. Er ist der Grund, warum wir uns ganz tief in diese Vanlife-Thematik eingearbeitet haben. Und auch relativ schnell festgestellt haben, das ist nicht nur eine Art zu reisen, sondern das ist wirklich eine Art zu leben, ein Lifestyle. Und als Zeitschriftenenthusiasten führt uns unser erster Weg natürlich erstmal zum Zeitschriftenregal. Da haben wir dann aber relativ schnell feststellen müssen, dass uns da gar nichts wirklich abgeholt hat. Es gibt zwar wirklich gute Zeitschriften, die sind aber entweder sehr fachlich, sehr monothematisch, naja, oder sie sprechen halt vorrangig die männliche Leserschaft, die männliche Zielgruppe an. Ja, und so wurde der Gedanke zur Idee und es wurde immer konkreter, doch ein eigenes Heft zu machen. Und ich würde jetzt gerne die Gelegenheit nutzen und Ihnen einmal an konkreten Beispielen aus den beiden vergangenen Ausgaben und aus der nächsten Ausgabe, die erst morgen erscheint, ein paar Einblicke zu geben, ein paar konkrete Beispiele, was das Konzept von Einfach Los ausmacht und warum Einfach Los so aussieht, wie es aussieht. Der erste Punkt ist, dass Einfach Los eine Kombination ist, eine Kombination aus Vanlife-Themen, zum Beispiel Van-Umbauten. Oder wir berichten auch über richtige Van-Nomaden, Van-Life-Nomaden, die komplett im Bus leben mit all dem Sack und Pack. Wir haben aber auch ganz praktische Geschichten, zum Beispiel die schönsten Campingplätze, in diesem Fall am Wasser. Diese Van-Life-Thematik, die kombinieren wir mit dem Thema Outdoor. Das sind entweder ja, Naturerlebnisse, schöne Naturerlebnisse oder auch Wandergeschichten. Zum Beispiel die schönsten Pilgerstrecken oder die schönsten Radstrecken. Unsere Zielgruppe, unsere Leserschaft ist eine sehr aktive Zielgruppe. Die entdecken gerne was, die sind neugierig, ob sie das jetzt auf vier Rädern tun, auf zwei Rädern oder halt auf zwei Füßen. Der nächste Punkt ist, dass wir authentisch sein wollen. Wir möchten unseren Lesern auf Augenhöhe begegnen. Wir möchten Emotionen wecken. Im besten Falle soll der Leser das Gefühl haben, als würde er mit Freunden am Kaffeetisch sitzen und sich wirklich die Berichte erzählen lassen. Ganz persönlich, ganz authentisch und auch ungeschönt. Und so erzählen wir von unserem ersten Canyoning-Abenteuer, von unserem Urlaub auf Sylt oder Pellworm, ja, oder auf unseren ersten Versuchen auf dem Subbrett. Genau, Hauptsache persönlich und authentisch. Und diese Geschichte, die Sie da gerade eingeblendet sehen, das ist auch eine gute Überleitung zum nächsten Punkt. Und zwar, es wurde gerade schon angedeutet, steht bei uns das gemeinsame Erleben im Mittelpunkt. Das ist uns so wichtig, dass wir das so in den Fokus rücken wollten, dass wir es zu unserem Heftmotto gemacht haben. Nämlich vom Glück, gemeinsam unterwegs zu sein. Damit möchten wir auch nochmal ganz klar machen, dass es bei uns nicht darum geht, Extreme zu erleben oder um Grenzgänger, sondern um normale Menschen, die schöne Erlebnisse einfach noch schöner machen wollen, indem sie sie teilen. Sie merken, wir möchten Emotionen wecken,
Aber wer reist, der braucht natürlich auch vor allem Informationen. Und auch diese liefern wir in einfach los. Und zwar in ganz unterschiedlicher Art und Weise. Das kann ein sehr nutzwertiges Thema sein, wie das Thema nachhaltig reisen. Das können Produktvorstellungen sein von praktischen, nachhaltigen, neuen Produkten. Das können auch überraschende Geschichten sein, wie zum Beispiel die Jugendherbergen, die ja auf den ersten Blick jetzt gar nichts mit Outdoor oder Vanlife zu tun haben. Oder das können auch historische Geschichten sein, wie unsere kleine Rubrik, ein bisschen Geschichte, in der wir auf unterhaltsame Art und Weise auch solche Themen aufarbeiten, aber so, dass der Leser am Ende der Lektüre von Einfach los das Gefühl hat, hey, hier habe ich richtig was mitgenommen. Und apropos mitnehmen, wir möchten die Menschen mit auf die Reise nehmen. Wir möchten sie mit Emotionen mitnehmen, mit Inhalten, aber auch mit einer frischen Optik, in der ganz viel Liebe zum Detail steckt, die vielleicht auch manchmal also an Instagram erinnert, also die eine ganz moderne Anmutung hat und die vor allem, aber nicht nur, Frauen anspricht. Frauen sind da wirklich unsere Zielgruppe, aber nicht ausschließlich. Nun, ich hoffe, ich konnte Sie jetzt ein bisschen mit auf die Einfach-Los-Reise nehmen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich wünsche Ihnen noch einen spannenden Kongress. Dankeschön. Vielen Dank Ihnen beiden. Eine Frage, die mich natürlich brennend und vielleicht auch viele Zuseherinnen und Zuseher interessiert. In vielen dieser Geschichten erlebt man ja Sie. Sie sind selbst auch die Akteure, die quasi ihr eigenes Leben im Magazin beschreiben. Wo verbringen Sie mehr Zeit? Im Campingbus oder in der Redaktion? Und was macht mehr Freude? Beides, würde ich sagen. Das können Sie mir jetzt ja so nicht stellen, wenn meine Chefredakteurin. Nein, also natürlich, ja. Wir versuchen es ausgewogen zu halten, sagen wir es mal so. Gut, ja. Die Antwort ist angekommen. Sie sind jetzt mal Newcomer of the Year. Das heißt, Sie haben ja auch noch eine Steigerung, Magazine of the Year. Dazu sollten Sie noch ein bisschen älter werden. Ja, also wir behalten Sie im Blick und freuen uns über Ihre Arbeit, die uns so wunderbar gefallen hat. Hier Ihr Preis nach Offenburg und nicht nach München. Sie haben es schon gesehen. Ich moderiere manchmal absichtlich ein bisschen daneben, weil es auch Gesprächsstoff gibt. Und sich da ein schöner, plaudender Ton ergibt. Also verzeihen Sie, Offenburg ist wunderbar. Danke, dass Sie hier waren. Danke für Ihre Ausführungen. Wir wünschen Ihnen, nachdem der Sommer jetzt kommt, noch wunderbare Begegnungen draußen in der Natur, die wir dann im Herbst spätestens bei Einfach los nachlesen können. Alles Liebe, vielen Dank. Und ich gebe weiter an den Sebastian nach Berlin, der uns dann nach Portugal entführt.